Aber das Video soll eigentlich um was ganz anderes gehen. Also wie gesagt, bisschen weiter runter mache ich ein Stehen-Video, weil ich keine Lust mehr habe zu. Ist immer noch scheißegal, gehe ich ein bisschen weiter zurück, weil ich keine Lust mehr habe, so viel zu sitzen, auch nicht vorm Rechner zu sitzen. Und ich fühle mich jetzt auch schon gerade viel wohler, als wenn ich sitzen würde, jetzt so im Stehen. Ich müsste mal wieder mein Stativ mit Handy nutzen, das Handy mal aufladen, dann habe ich eine bessere Qualität auch. Ich habe mir jetzt keine wirklichen Stichpunkte gemacht, nur eigentlich Überschriften. Das Video nenne ich wahrscheinlich einfach Balance und das ist ein Thema, was mir in den letzten Monaten immer wieder mal begegnet, also von mir selber begegnet, nicht von außen oder so, da eher weniger. Ich finde, Balance ist so ein Grundpfeiler des Lebens. Okay, das bezeichne ich einfach vielen Dingen. Ich bezeichne eine vegane, rohkostorientierte Ernährung auch als Grundpfeiler des Lebens und Ausdauersport bezeichne ich auch als Grundpfeiler des Lebens und Spaß haben bezeichne ich auch als Grundpfeiler des Lebens. Also keine Ahnung, wie ernst man das nehmen kann, alles. Auf jeden Fall Balance habe ich auf jeden Fall festgestellt, dass das extrem wichtig ist. Und ich möchte das in Kombination mit gekochter Nahrung, Dogmatismus und mit Sport referieren, sag ich mal, oder erörtern oder mit euch zusammen erörtern, einfach was liefern und vielleicht eine Diskussion sogar starten. Aber was ich halt zum Beispiel rausgefunden habe, ist, ich fange mal bei dem ersten Punkt Kochkost an. Ich habe also aufgeschrieben Kochkost Peitsche. Und da ich mich in letzter Zeit oder letztens mal wieder erden musste, ich hatte Weintrauben gegessen, konventionelle Weintrauben, die sehr belastet waren. Also ich habe dann eine andere Sorte ausprobiert, weil ich schon vorher wusste, auch laut meiner Liste, meiner Pestizidliste von den Greenpeace-Daten, wusste ich her, dass die stark belastet sind, weil die auch so ein dünnes Häutchen nur haben, die Pestizide einfach aufnehmen. Ich habe dann auch mal ein paar Sorten durchprobiert und als ich dann so eine Schachtel von den Trauben gegessen hatte, ich hatte lange keine Trauben mehr gegessen und war dann richtig scharf darauf, habe ich am nächsten Morgen, also ich habe die nachmittags am Vortag gegessen, am nächsten Morgen bin ich aufgewacht mit extremen Magenschmerzen, Magenkrämpfe und mir wurde aber schon am Abend des gleichen Tages schon relativ übel. Und am morgens war mir dann auch wirklich so übel, dass ich das Gefühl hatte, ich müsste kotzen die ganze Zeit. Ich hatte extreme Magenschmerzen, extremes Unwohlsein und Gefühl, was ich überhaupt nicht beschreiben konnte. Also ein Gefühl, was mich so richtigen Druck auf dem Herz hatte, ich so einen richtigen schmerzhaften Druck auf dem Herz. Und das stundenlang, es hat mich richtig gequält insgesamt, habe ich mir gedacht, beziehungsweise nach einer Stunde habe ich dann erstmal versucht, mich mit Rohkost zu erden. Ich habe viele Bananen gegessen, ich habe viel dunkelgrünes Blattgemüse gegessen. Was anderes hatte ich aber nicht da. Ich hatte keine Avocados da zum Ausprobieren. Ich hatte keine Trockenfrüchte da zum Ausprobieren. Ich hatte keine Sprossen da. Ich hatte jetzt nichts da, um jetzt eine falsche Kombination zu erzeugen. Das werde ich beim nächsten Mal versuchen, wenn so eine Situation nochmal kommt. Dass ich dann Rohkost falsch kombiniere, zum Beispiel Fett mit Obst, weil das auch wieder sehr stark eine neue Belastung für den Körper ist und diese Vergiftung dann nachlässt, weil der Körper sich darum nicht mehr kümmert, also der kümmert sich nicht mehr darum, dass er diese Giftstoffe in den Blutkreislauf leitet, um die dann loszuwerden, sondern lässt die dann einfach gespeichert insgesamt. Und dann habe ich halt wirklich gesagt, jetzt muss ich mir halt zwei Süßkartoffeln backen, weil ich habe keine Lust, noch mehrere Stunden lang zu leiden und auch mein Körper damit zu quälen. Das heißt, ich wollte das insgesamt abmildern, indem ich das langsamer mache. Jetzt klingelt es an der Tür, Moment. Ich habe jetzt auch mal die Mähne ein bisschen geöffnet. Also ich war stehen geblieben bei, dass ich das mit der Kochnahrung diese Entgiftung oder diese Vergiftung langsamer gestalten wollte, musste, weil das zu quälend für Körper und für den Geist war. Habe ich dann halt zwei gebackene Süßkartoffeln gegessen. Da empfehle ich dann, die einfach in eine Hälfte zu schneiden oder zwei Hälften zu schneiden und mit der Schnittseite dann aus Backblech legen, der Schnittseite nach unten. Und 25 Minuten bei 190 Grad circa backen oder 30 Minuten. Und dann kann man die auslöffeln, das ist ganz gut. Die sind halt nur ein Drittel oder halb so schleimbildend wie
Marderkartoffeln. Ganz gut sind auch noch Frühlingskartoffeln, die enthalten auch nicht so viel Stärke oder so viel schleimbildende Stärke. Ja, warum kam ich jetzt auf das Thema? Ich bin jetzt halt 10 Minuten, sind jetzt wieder vergangen. Und durch die Kochnahrung Erden, war dann auch das Einzige, was funktioniert hat. Also ich werde jetzt nicht mehr mit konventionell erzeugtem Obst rumexperimentieren. Höchstens bei dem, wo ich mir halt wirklich sicher bin, dass das nicht zu sehr schädlich ist, da ist es zumindest immer noch besser, als wenn ich jetzt direkt irgendwie Kochnahrung esse oder irgendwas anderes. Thema Balance, Kochkostpeitsche. Genau, dadurch bin ich darauf gekommen. Da habe ich dann auch wieder gemerkt, dass ich mich da am nochmals nächsten Tag wie gepeitscht gefühlt habe. Also ich hatte dann wieder diesen so einen inneren Drang, so ein inneres Feuer durch das Kochkostfeuer sozusagen. So ein Drang, irgendwas zu tun, irgendwas zu machen. Also so wie eine Peitsche halt. Dass man halt aus der Balance gebracht wurde. Einfach aus diesem Zustand gebracht wurde, wo einfach alles fließt und alles einfach toll ist, wie es ist, auch körperlich und von alleine geht, Motivation von alleine kommt, das ist dann wieder so angefühlt wie erstmals, dass Energien bei mir blockiert wurden ein bisschen und dass ich mich halt scheiße gefühlt habe, aber bei Süßkartoffeln geht das eigentlich noch. Und besonders aber, dass ich mich wie gedrängt gefühlt habe, zu etwas gedrängt, dass halt so Feuer in den Adern ist und was man halt wieder rauslassen will. Und ich äußere das dann immer in Sport, diesen Drang. Also für mich ist das so ein Drang, den ich dann in Sport äußere. Aber bei den meisten äußert er sich einfach in Ungeduld und das sieht man bei den meisten Leuten, dass die ziemlich ungeduldig sind auch. Und ja, das ist die Kochkostpeitsche. Und Dogmatismus, Balance. Und in dem Zusammenhang bin ich mir noch nicht sicher, beziehungsweise bin ich gerade am rausfinden, wie sehr es sinnvoll ist. Also wie gesagt, bei mir äußert sich dieser Drang in Sport und dann ist für mich mal die Frage, wie sinnvoll ist es oder bis zu welchem Grad ist es sinnvoll, Sport oder Leistungssport sogar zu machen. Und wenn ich halt diese Kochnahrung gegessen hatte, was halt letztens durch diesen Umstand passiert ist, dann habe ich automatisch den Drang, bin ziemlich angeregt, ziemlich gepeitscht, ziemlich stimuliert dafür auch Sport zu machen und das wieder rauszulassen, dieses innere Feuer, was man hat. Und dann neige ich schon dazu, zu extremen insgesamt. Und wenn ich das nicht habe, also längere Zeit, mehrere Wochen bis Monate Rohkost esse und der Körper schon relativ rein von Giften ist und man auch nicht so wenig isst, dass man sehr viel entgiftet insgesamt, dann habe ich diesen Drang überhaupt nicht. Dann neige ich aber zum anderen Extrem, dass ich halt wenig bis gar nichts mache, weil dann auch diese Stimulation fehlt, dieses innere Feuer fehlt, diese Peitsche fehlt. Muss man sich dann aus sich selber heraus motivieren. Das sehe ich bei vielen oder bei einigen Rohköstlern, ich will nicht sagen beim überwiegenden Teil, aber schon einem offensichtlichen Teil, dass sie sich dessen einfach nicht bewusst sind, woher auch die wenigsten wissen sowas, weil man auch sehr viel studieren muss und trotzdem gleichzeitig skeptisch bleiben muss und gleichzeitig noch den Alltag hat und so weiter und dass man sich das alles gar nicht aneignen kann. Zum Glück habe ich da so eine Leidenschaft für Wissen, sich Wissen anzusammeln und das auch in der Praxis auszuprobieren. Bevor ich das nicht in der Praxis ausprobiert habe, finde ich, sollte man nicht die Dinge nicht so formulieren, dass man sagt, dass sie jetzt für einen feststehen, auf jeden Fall wahr sind. Ich versuche das auch immer auszuprobieren, besonders mit Sport halt oder auch welche Effekte das so hat auf das Wohlbefinden, auch mittelfristige und langfristige Effekte. Von langfristigen Effekten kann ich nach 8 Monaten jetzt natürlich noch nicht sprechen, deswegen mache ich das auch logischerweise auch nicht. Jedenfalls sehe ich bei vielen Rohköstlern, die sich dem halt nicht bewusst sind, diese Kochkostpeitsche und diese Stimulation, und dass die dann mit der kompletten Rohkost, wenn man die Rohkost auch richtig kombiniert, wenn man nicht zu viel isst, wenn man Verdauungszeiten einhält, dass das dann nicht mehr stimuliert und man dann halt eher, ja, so in Anführungszeichen ein Lappen wird,
und nicht mehr so viel tut, wenn man es auch nicht muss, weil man nicht den Drang dazu hat. Und weil man auch so ganz gut zurechtkommt, einfach weil der Körper halt nicht so blockiert wird und so weiter, alles im Fluss ist. Und deswegen sind viele Rohköstler, die das halt auch wirklich relativ richtig machen, auch sehr schlank, weil die halt mehr aus dieser dritten Dimension oder dieser physischen Realität, sag ich mal, rausgenommen sind. Oder anders gesagt, es ist immer schwer, mal diese Gedanken dazu in Wörter zu fassen, in diese begrenzte Sprache zu fassen, damit man das allgemein verstehen kann. Auf jeden Fall haben die halt nicht diese Blockaden mehr und es fließt alles mehr, was man natürlich auch durch Meditation sehr, sehr stark erreichen kann. Ernährung ist auf keinen Fall alles. Und dadurch, ja, bewegen sie sich, man kann auch sagen, sie levitieren in Anführungszeichen. Also nicht halt wirklich, dass sie schweben, aber die Zellen, wenn man zum Beispiel auch, das kennt ihr vielleicht vom Sport oder wenn ihr Trampolin springt oder wenn ihr Seilchen springt, dass ihr euch dadurch fühlt wie in der Schwebe, wie befreit und so weiter. Und das hat man mit der Rohkost, wenn man die auf längere Zeit konsequent macht, dann gefällt es die ganze Zeit so und ist dann halt mehr und mehr im Fluss und hat nicht mehr diese Blockaden und so weiter. Und dann kommt man auch gut in dieser Realität zurecht mit einem sehr minimalistischen Körper, sage ich mal so. Besser kann ich es leider jetzt nicht ausdrücken, aber ich finde das eigentlich schon ganz gut, muss ich sagen. Und da versuche ich halt wirklich noch rauszufinden, wie viel Sport dann sinnvoll ist. Also ich bin dann von der Kochkost dann davon sozusagen geblendet, von dieser Peitsche geblendet, dass ich jetzt diesen Drang habe, das zu machen. Und dann finde ich es aber auch sinnvoll, dem nachzugeben, weil der Körper sagt dann wirklich, ein Denker, was richtig ist. Und das war bei mir auch vor die ADHS-Geschichte, diese Hyperaktivitätsgeschichte. Die kommt, denke ich, halt auch von diesen Giften und von der Kochkost, also von Giften und Kochkost, dass dann halt dieser innere Drang da kommt, aber das ist jetzt so halt nur eine Theorie, die aber auch viele Rohköstler und so weiter unterstützen, dass dadurch dieser starke Bewegungsdrang kommt, um diese Gifte wieder auszuleiten. Und dadurch kommt dann auch diese starke Ungeduld und diese kurze Aufmerksamkeitsspanne, weil man halt das Gehirn halt dadurch vernebelt ist und so weiter. Und ich merke halt auch, wie meine ADHS verschwunden ist oder nahezu verschwunden ist, außer die positiven Eigenschaften durch die Rohkost. Da werde ich vielleicht auch nochmal ein Video drüber machen. Das ist auch sehr interessant, denke ich mal. Und da ist es dann sinnvoll, finde ich, da komme ich jetzt auch auf den Punkt Dogma zu sprechen, dass man da nicht zu so dogmatisch ist und sagt, aha, zu viel Sport ist auch nicht gut, ist auch nicht natürlich. Aber wenn ich jetzt halt noch Gifte im Körper habe und mein Körper noch nicht ganz natürlich ist oder ich sogar ab und zu noch Kochkost esse, dann finde ich es nicht sinnvoll, dann diesem Drang, diesem Bewegungsdrang nicht nachzugehen, weil man denkt, aha, ist ja nicht natürlich, sondern dann muss man das, finde ich, sinnvoller, das zu kompensieren insgesamt. Und das ist, kann man auf alles übertragen, besonders in der Rohkost, dass man halt Dinge noch nicht zu dogmatisch machen sollte. Ich schlafe zum Beispiel auch noch auf dem Bett, obwohl ich es nicht natürlich finde für den Menschen, und das dann nicht fürs Knochengerüst, für die Wirbelsäule nicht so gut ist, diese weiche Unterlage, aber. Und wenn man halt noch nicht ganz natürlich lebt und so weiter, dann halte ich es auch nicht für sinnvoll, direkt alles sofort perfekt machen zu wollen. Dann fehlt einem sozusagen die Erdung insgesamt. Also ich höre auch sehr gerne, sag ich mal, Metal-Musik und so weiter, was ziemlich erdend ist, die unteren Chakras stimuliert. Obwohl höhere Schwingungen, also höher schwingendere Musik einen halt höher tragen würde. Aber durch andere Sachen trage ich mich schon so hoch, dass ich eigentlich eher die Erdung brauche. Und die Erdung ist halt wirklich ganz wichtig, darauf zu achten und auch deswegen nicht zu schnell voranzuschreiten, nicht zu dogmatisch voranzuschreiten. Es gibt nicht halt dieses eine Endziel, sage ich mal so, und dann hat man alles erreicht. Und es geht eigentlich immer weiter, meiner Erfahrung, meiner Meinung nach. Und auf diese, das wäre der Punkt Dogma und Balance. Ich versuche halt wirklich meine Balance zu finden, ohne mich halt benebeln zu lassen von der Kochkost, ohne dass ich halt irgendwelche neuen Gifte oder so aufnehme durch belastetes Obst und so weiter. Und merke halt, oder ich weiß nicht, wann halt wirklich zu viel Sport ist, aber ich merke halt, wenn ich eine lange Zeit nur Rohkost esse, dass ich nicht so viel Drang habe,
nach Sport und mich aber trotzdem insgesamt besser fühle als davor, wo ich viel Sport gemacht habe, aber auch gekochtes gegessen habe. Und dann wird man auch wieder so sensibel für den Körper, dass man merkt, dass es eigentlich nicht mehr zuträglich ist, so viel Sport zu machen. Aber ich weiß halt nicht genau, wo die Grenze ist und ob die halt wirklich doch nur im Geist existiert, weil ich nehme auch gleichzeitig wahr, je stärker ich meditiere und also je stärker ich loslassen kann, je stärker ich im Fluss bin, je stärker ich loslassen kann, desto einfacher fällt mir dann auch wiederum der Sport und desto mehr schaffe ich auch im Sport. Und da, ich finde es auch wichtig, mal halt wirklich unter Anstrengung immer weiterzumachen und weiterzumachen und durchzupreschen. Besonders wenn man noch nicht in diesem Naturzustand drin ist, wo man auch nicht ganz reinkommen kann wegen der Umweltgifte. Also da bin ich mir noch nicht sicher, in welchem Maße es sinnvoll ist, einfach dieses Männliche, sage ich mal, durchpreschen und einfach durchziehen und sich durchboxen und so weiter, aber gleichzeitig auch dieses Weibliche und auch mehr Rohköstliche, sage ich mal, dieses Loslassen und Seinlassen im Fluss sein. Und ich glaube, da kommt es dann wirklich auf eine Balance an, dass beides wichtig ist, aber ich weiß noch nicht, in welchem Maße. Und das ist halt auch immer individuell, je nach Vergiftungsgrad und auch so je Mensch, denke ich mal, dass das individuell ist. Und das ist halt so die Sache, die ich gerade finden muss. Jetzt bin ich halt in Extreme vorgedrungen. Also ich bin ins extrem Männliche vorgedrungen gewesen. Das hört sich jetzt falsch an. Durch wirklich ziemlich krassen Leistungssport. Und jetzt bin ich auch ins extrem Weibliche, sage ich mal, in Rohkost, Lichtnahrung und so weiter vorgedrungen. Und jetzt versuche ich das zu verbinden. Und das ist halt so gerade die Schwierigkeit. Aber wenn das halt verbunden wird und die Balance steht, dann, also momentan erstmal in das Extreme rumgewankt, dann hier im Extrem rumgewankt, jetzt diese beiden Erfahrungen zusammenbringen, dann eine richtig krasse Balance haben, dann geht's richtig nach vorne, wird richtig nach vorne gesprintet, aber nicht nur gesprintet, sondern mit der gleichen, also mit einer Sprintgeschwindigkeit wird auf Dauer losgelaufen, sage ich mal so. Und an dem Punkt bin ich gerade noch. Ich mache das ja erst 8 Monate mit der Rohkost im Reinigungsweg. Wobei Zeit nichts heißt. Ich bin trotzdem relativ weit fortgeschritten für die Zeit. Zeit existiert sowieso nicht. Wir haben dann auch ein anderes Video. Und welche Balance finde ich halt gerade? Und ich habe halt schon Lust, einerseits sowas wie Weltrekorde zu versuchen, zumindest. Beziehungsweise ich habe schon Lust, sie zu schaffen auch. Nicht für mich selber oder so. Für mich selber könnte ich auch einfach rumsitzen und meinen Spaß haben und fertig. Vielleicht ist das sogar wirklich am sinnvollsten. Das ist, glaube ich, das, was der Welt am meisten fehlt, einfach so einen Spaß zu haben. Und das ist sogar am effizientesten und am effektivsten, auch wenn man halt irgendwas seiner Leidenschaft nachgeht. Und dann kann man damit auch, wenn man halt mutig genug ist, kann man damit dann auch irgendwie seinen Unterhalt verdienen oder seinen, ja, wie man es auch nennen möchte. Auf jeden Fall hätte ich trotzdem Lust. Also Sport ist auf jeden Fall eine Leidenschaft, deswegen ich auch Lust, meinen Weltrekord zu versuchen und so weiter. Ich halte es auf jeden Fall möglich mit meiner Ernährungsform, in Anführungszeichen, ist ja eine Reinigungsform. Ich ernähre mich ja nicht von irgendwas Physischem, sage ich mal, also nicht von Nahrungsmitteln. Ich ernähre mich nicht von, auch von Obst kann man sich in gewissem Maß ernähren, weil da Lichtphotonen und so weiter drin sind. Auf jeden Fall. Auf der anderen Seite ist es so, wenn das halt wirklich so ist, dass das für den Körper nicht zuträglich ist, dass das sogar schädlich ist, wenn man halt so und so krass Sport macht, dann werde ich das nicht machen. Das ist so der einzige Grund, warum ich mir noch nicht sicher bin und warum ich den Schritt halt noch nicht wage. Aber was heißt den Schritt nicht wage? Ich mache eigentlich das, was ich momentan am besten finde. Und jetzt, wo ich die Kochkost gegessen habe, habe ich auch wieder in Sport reingehauen. Ich werde jetzt auch im Sport so lange wieder reinhauen und auch meditieren, auch gleichzeitig meditieren, das fließen zu lassen, damit es einfacher wird und ich versuche trotzdem halt noch herauszufinden, ob das nicht wirklich doch sogar nachteilig ist und sogar dann Energie klaut insgesamt, weil man den Körper dann wieder sozusagen zerstört und zu viel Stress wieder aufbaut und dann man halt, also ich versuche halt noch herauszufinden auch, ob ich nicht eher auf geistige Sachen gehe, dass ich halt mehr geistige und feinstoffliche Sachen, aber geistige Sachen vor allen Dingen angehe und bearbeite und mich am meisten damit beschäftige und Sport nur so als Ausgleich halt mache, aber halt auch eine physische Realität haben, die auch sinnvoll ist meiner Meinung nach.
Oder ob ich halt wirklich stark in dieses Physische gehe, obwohl der Ausdauersport besonders, oder Sport allgemein, auch eine starke Meditation für mich ist, also auch einen starken geistigen oder ganzheitlichen Aspekt hat, aber trotzdem vordergründig noch sehr stark physisch ist. Aber wenn das halt wirklich zu nachteilig ist, dann werde ich das halt runterfahren, aber weil ich dann da halt nicht mehr voll reinklotzen kann, weil es dann halt nachteilig für den Körper ist, muss ich mir halt eine neue Leidenschaft suchen, das wäre das Geistige. Und da weiß ich noch nicht, welche Richtung ich einschlagen möchte. Dann muss ich halt noch, das muss ich halt noch rausfinden. Ja. Oder wo zumindest halt diese Grenze ist. Gerade wollte ich eigentlich noch was sagen. Hätte ich das Balance. Genau. Ich habe nämlich auch letztens gelesen, dass wenn man halt, also dass das Joggen allgemein relativ unnatürlich sei, dass die Vorfahren das auch nicht in der extremen Form betrieben haben, schon gar nicht Marathonlaufen und so weiter. Der erste Marathonläufer ist ja auch beim Marathonlaufen gestorben, nachdem das benannt wurde oder nach dem Ort, wo er angekommen ist, als Bote, dass er da gestorben ist, das wurde nach ihm benannt. Aber andererseits denke ich mir, durch viel Training und so weiter, sollte man sollte es auch vielleicht nicht zu so dogmatisch sehen und die Natur nicht so als ideal sich heranziehen, sondern ich habe auch schon mal im Video gesagt, dass eigentlich die eigene Natur oder dass man selber eigentlich in gewissermaßen zwar mit der Natur verbunden ist und ein Teil der Natur ist, aber gleichzeitig auch darüber steht, zumindest wenn man ein gewisses Bewusstsein erreicht hat, wo man meiner Meinung nach dann erkennt, dass man eigentlich selber die Natur erschaffen hat, wo man aber noch ein anderes Bewusstsein hatte. Hat man dieses göttliche Bewusstsein gehabt, hat die Natur erschaffen, hat sich selber dann sozusagen als Mensch geschaffen, also Gott ist für mich nichts Externes. Und der Gott hat den Menschen geschaffen, meiner Meinung nach. Aber da er nichts Externes ist, sind wir halt wiederum Gott und er ist wir und so weiter. Und deswegen haben wir auch einen Zugriff auf das Bewusstsein, auf das Gottesbewusstsein. Und da denke ich, dass er die Natur geschaffen hat. Und für uns halt geschaffen hat, um uns gut zurechtzufinden und gut zu leben. Aber wenn wir es möchten, denke ich, können wir auch darüber hinaus steigen wieder. Was ich auch im letzten Video erzählt habe, dass ich jetzt auch im Blitze gucken kann und so weiter. Und dass mir diese Natur gar nicht mehr so viel ausmacht insgesamt. Und die Früchte und die Pflanzen sind so in Rohrform das perfekte Angebot, was sozusagen Gott auch für den Menschen und für, ja, für den Menschen geschaffen hat, um klarzukommen, um gut klarzukommen. Aber man kann, wie gesagt, auch, weil wir halt davon insgesamt nicht leben, das ist eigentlich eher so eine Anregung, so zum Spaß eigentlich, diese Nahrungsmittel, die wir heute in der heutigen Zeit aber brauchen, wegen den Giften, wegen den Umweltgiften, um die abzupuffern und auszuleiten. Das ist ein sehr komplexes Thema. Dass wir halt sozusagen trotzdem noch ein bisschen darüber stehen. Und deswegen können wir auch einfach unseren Leidenschaften nachgehen, auch wenn das nicht komplett natürlich ist. Bei dem Punkt bin ich mir halt, wie gesagt, auch noch nicht sicher, wo da halt die Grenze ist, wo die Grenze nicht ist. Und ich denke mal, dass auch fast kein anderer Mensch sich da sicher ist oder sicher sein kann. Und während ich mir halt da nicht sicher bin, mache ich einfach halt so weiter, wie ich halt gerade denke, wie ich es gerade am optimalsten finde, weil man kann halt noch nicht perfekt sein, es ist einfach so. Ich gebe dann einfach mein Bestes sozusagen, manchmal auch ein bisschen weniger als mein Bestes, muss ja halt auch nicht immer sein. Ja, mache dann einfach so weiter, bis das halt sozusagen kommt oder bis ich die Erfahrung halt gemacht habe, wie es läuft oder laufen könnte, wie es besser laufen könnte. Ja, ich hatte da halt gehört, dass weil halt Laufen sei halt in der Form auch nicht natürlich, und wenn man halt zu anstrengend, was zu anstrengend gestaltet und zu lang gestaltet, dann baut sich so viel Hitze im Körper auch durch den Sport, dass er nicht schnell genug ausgeleitet werden kann, auch durch den Schweiß nicht schnell genug gekühlt werden kann, dass dann die inneren Organe durch die gestaute Hitze, das Blut wird ja immer, denke ich mal, als erstes gekühlt oder so, damit das nicht verklumpt. Merkt man ja, wenn man ein Ei brät oder sowas oder kocht, dass das halt, das Eiweiß halt denaturiert und verklumpt. Aber in den inneren Organen wird dann die Hitze sozusagen gestaut und erwärmt sich über 42 Grad und dadurch kocht man dann seine eigenen Organe, habe ich gehört. Deswegen soll es nicht so gut sein, aber Laufen ist so meine erste Leidenschaft. Aber ich habe es jetzt auch wirklich so gemacht, momentan ist so morgens oder spätabends und nachts so 5 Grad oder sowas, dass ich halt wirklich erst also mit dem Shirt hier gehe und eine leichte Joggingjacke und nach 15 Minuten, wenn ich gut aufgewärmt bin, ziehe ich die wirklich aus und binde mir die um und laufe mal 5 Grad so rum und ich
mir ist trotzdem noch warm, aber ich merke halt, wie ich richtig schön gekühlt werde. Ich merke halt ein bisschen, dass die Hände vielleicht kalt werden. Ansonsten, aber ich weiß nicht, ob das insgesamt reicht, ob dann trotzdem noch die Organe irgendwie gekocht werden, in Anführungszeichen. Das sind halt schon so ein paar Sachen. Die sind jetzt aber sehr advanced insgesamt und es kommt einfach überall, wo man steht, es kommt immer mehr zum Lernen einfach. Man hat einfach nie ausgelernt. Ja, und es ist halt wirklich gar nicht so einfach, finde ich, die Balance zu finden, aber ich bin auf einem sehr guten Weg. Und mir geht es halt jetzt schon ziemlich enorm gut, muss ich sagen. Auch wenn die Umweltgifte, also in erster Linie, wo ich jetzt noch dran arbeiten muss, ist die Kleidung, dass ich halt wirklich mal diese Waschmittel da rauskriege, indem ich das halt mal eine Woche oder so draußen lüften lasse, dass ich das Bett mal wegkriege. Und die anderen Möbel, die Chemikalien enthalten. Ich fühle mich morgens wirklich wie gerädert. Und wenn ich abends noch ein Sixpack hatte, ist das morgens komplett wieder weg und mit Wasser belegt, weil das Wasser dann diese Giftstoffe einspeichert. Und dabei bin ich schon einen Reinigungsschritt zurückgegangen. Ich möchte aber nicht noch weitere Reinigungsschritte zurückgehen, indem ich dann den ganzen Tag wieder nur esse und so weiter. Ja. Bis dann.